Das haben wir nicht geprobt gehabt. Danke. Aber mit dem Ton ist wahrscheinlich so besser. Jetzt. Und das T ist auch noch irgendwie in Klammern, das heißt, schwierig. Es sind wir gerade noch dabei, das. Ein selbstorganisiertes Team. Ah ja. Selbstorganisation, Entscheidung ist auch ein Trend. Jedes zweite Team ist da inzwischen selbstorganisiert oder behauptet das von sich. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es noch ganz schön viele Missverständnisse. Wir versuchen es irgendwie mal durchzukommen mit dem Ton. Oh. Selbstorganisation. Was sagt man selbstorganisierten Teams nach? Im Vergleich zentral zu zentral geführten Gruppen. Wir sind so ein bisschen aus dem Konzept. Ja. Der Raum ist klein genug. Ich glaube, wir verstehen euch auch so. Es geht um die Kamera. Es geht um die Kamera, es wird aufgenommen, genau. Ja. Bist damit wir haben zurecht es auch vorher getestet, aber irgendwie. Frage kurz nach hinten, ist es angenehmer, wenn wir irgendwo okay. Wir bemühen uns. Ach ja, gut. Also, selbstorganisierten Teams wird nachgesagt, dass sie bessere Ergebnisse erzielen. Oder auch mehr Geschäftswert schaffen. Dass sie besser zusammenarbeiten. Schneller lernen. Und am Ende mit mehr Motivation und Spaß dabei sind. Also die höchsten Grad eines Teams, welches schon erahnen, da steckt ganz schön viel Lernzeit dahinter. Ehe wir einsteigen in das Thema, einmal kurz schauen, wer sind wir denn eigentlich, die hier vorne stehen. Tada, wir stehen auch richtig herum. Yay! Auch wenn man uns abgehackt hört. Ja. Ich heiße Marcella, das ist Christian. Wer sind wir genau? Wir sind beide Agile Coaches und systemische Coaches, arbeiten bei einer Firma namens Novatec, die deutschlandweit unterwegs ist. Wo dort sind wir unterwegs? Wir begleiten Teams in der digitalen oder agilen Transformation. Wir begleiten auch Führungskräfte in dieser Zeit und das Thema Selbstorganisation kommt dort immer wieder irgendwie hoch. Wie unterstützen wir die Teams? Wir bringen da unseren Methodenkoffer mit und ziehen Methoden aus unterschiedlichen Bereichen. Einige zeigen wir euch heute auch, die kommen inspiriert natürlich aus dem agilen Bereich, Scrum, Kanban, die kommen aus dem Bereich Management 3.0, hatten wir gerade, Keynote auch, kommen aus dem Systemischen, kommen aus der Soziokratie, kommen dann auch immer mehr aus dem Bereich New Work, was einfach immer mehr nicht wegzudenken ist aus dem Bereich agil. Das heißt, da sind wir unterwegs und das hier ist übrigens unser Team, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Wir wollen euch ja zeigen, wie wir auch als selbstorganisiertes Team entscheiden, lernten oder auch immer noch lernen. Wir sind 15 Agile Coaches. Ja, und wir nehmen euch jetzt mit auf unsere Reise, zeigen euch einmal den roten Faden zu unserem Vortrag. Und zwar haben wir mitgebracht 5 Missverständnisse, die es so rund um Selbstorganisation, Entscheidungsfindung gibt, denen wir immer wieder im Alltag begegnen, denen wir irgendwie aufräumen müssen. Und wir wollen euch Tools an die Hand geben, die euch helfen sollen, wenn solche Missverständnisse da sind, wie ihr dann eigentlich besser zu Entscheidungen kommen könnt oder auch darauf reagieren. Also immer wieder kommen die Missverständnisse, danach eine Grafik, die das Ganze haptisch auch erlebbar macht und dann schauen wir mal, wie wir am Ende hier alle so rausgehen. Am Ende soll stellen. Ich glaube, wir haben eine Stunde Zeit. Genau. Starten wir mit dem ersten Missverständnis. Hierarchie und Vorgesetzte sind schlecht. Bei Damen. Einfach gesagt. Dabei haben wir uns überlegt, in welchem Umfeld bewegen wir uns denn eigentlich? Wir bewegen uns
in einem Umfeld, das sich in stetigem Wandel befindet, stetige Veränderungen. Wir reden davon, dass wir immer mehr Komplexität bewältigen müssen. Und, Agilität scheint ein Ansatz zu sein, der diese Komplexität handelbar macht. Und wenn man ein Stück weit so die Geschichte betrachtet und in die Vergangenheit guckt, dann gibt es ja vielleicht das Konstrukt von Hierarchie, das sinnvoll erschien. Ich habe irgendwie oben einen, der denkt, auf der Arbeitsebene mehrere, die ausführen, gerade aus der Automobilindustrie. Da hat es vielleicht quasi Sinn ergeben, wenn ich Autos baue. Heute viel mehr Fragezeichen, viel mehr Anforderungen, die da so rumschwirren oder die auch noch gar nicht ganz klar sind. Also Komplexität, und das hat auch Auswirkungen auf die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, und auch die Geschwindigkeit, wie Entscheidungen getroffen werden müssen. Also wir merken, die Frage ist, ob Konzepte aus der Vergangenheit in der Zukunft weiter tragen. Wir haben uns jetzt hier mal angeschaut, was macht denn eine gute bzw. eine bessere Entscheidung aus? Ja, zum einen ist sie von möglichst vielen bzw. allen getragen. Wenn ich niemanden dabei habe, der sagt, nee, kann ich nicht nachvollziehen, will ich auch gar nicht, dann wird es schwierig. Unterstützt in der Umsetzung, angepasst, wo nötig. Also ich muss eventuell Entscheidungen auch kurzfristig nachbessern. Zeit und Nutzen in der Balance, also wie viel Zeit habe ich denn, um eine Entscheidung zu treffen, und basiert auf Vertrauen untereinander. Wir haben hier mal eine Grafik mitgebracht, wo man den Widerstand auf der Y-Achse und auf der X-Achse quasi von der Problemerkennung bis erkennbare Verbesserung nach einer Entscheidung ist eingetreten. Und wir haben gegeneinander gestellt, mal hier zu sehen aus der Grafik, den Unterschied zwischen einem Gruppenentscheid in einem selbstorganisierten Team und einem hierarchischen Entscheid. Wir fangen mit dem hierarchischen an. Wir sehen, das Problem wird erkannt. Führungskraft in der Hierarchie denkt sich, okay, ich analysiere das mal und überlege mir, was wäre denn hier so die beste Entscheidung. Sag aber noch niemandem was. Das heißt, der quasi Widerstand bei den Menschen, die das umsetzen sollen, der ist relativ gering, weil sie wissen einfach gar nicht, dass eine Entscheidung ansteht. Dann gibt es einen Beschluss, also eine Entscheidung wird getroffen in dem hierarchischen Entscheid, und der Widerstand, beziehungsweise die Entscheidung wird auch kommuniziert, und der Widerstand steigt dann sprunghaft an, weil die Menschen ja zum ersten Mal damit konfrontiert werden. Und dann flacht der quasi erst langsam ab, wenn man dann merkt, okay, vielleicht war das ja doch eine richtige Entscheidung, und also gibt ja dann immer welche, die das auch quasi umsetzen, und also es flacht langsam wieder ab, und wir sehen hier, es ist ziemlich hoch. Der Gruppenentscheid dagegen, da merken wir, der Widerstand steigt eigentlich sofort vom quasi Erkennen an, weil wir sofort versuchen, im Team, in dieser Selbstorganisation, in einen Entscheidungsfindungsprozess einzusteigen, und es werden Lösungen quasi besprochen. Wir sehen aber auch, dass es nicht quasi ganz so weit ansteigt, weil alle sich auch ein Stück weit mitgenommen fühlen. Und es wird dann ein gemeinsamer Beschluss gefasst, und man kann schneller erkennen, ob dann auch diese gemeinsam getroffene Entscheidung quasi trägt. Und der Unterschied eben, sieht man hier, dass der Widerstand bei Gruppenentscheiden nicht so hoch steigt wie der Widerstand im hierarchischen Entscheid. Genau, das ist einfach mit Angst zu erklären oder einfach berechtigten Einwänden, die im hierarchischen Entscheid nicht gehört werden, oder einfach auch das Gefühl, hey, ich bin gar nicht mitgenommen. Alle Menschen wollen mehr Freiheit. Missverständnis Nummer 2. Jetzt habe ich so gedacht, wenn ich mich selber angucke, ja, ich möchte generell Freiheit, mitentscheiden, Verantwortung, mitgestalten, und wahrscheinlich diese Gruppe an Menschen hier in unserer Bubble, in der wir unterwegs sind, sehen wir das auch so. Wir finden das erstmal cool, mit dabei zu sein, mitzugestalten, Freiheit, Selbstorganisation. Aber jeder Mensch hat seine eigenen Strategien entwickelt, um
sein Bedürfnis nach Sicherheit, damit gut umgehen zu können. Und für viele Menschen sind im hierarchischen Kontext Strukturen und Regelwerke tatsächlich hilfreich, um sich sicher zu fühlen, um einfach zu sagen, hey, da ist doch jemand, der nimmt mir die Entscheidung ab oder der hat alles im Blick, ich kann mich darauf verlassen, ich kann einfach meinen Job machen. Und für die ist das Stichwort Selbstorganisation oder auch diesen Wandel mitzugestalten Chaos und irgendwie auch wie so ein Albtraumerlebnis. Boah, und da wird geredet und diskutiert und ich kann gar nichts mehr machen. Das heißt, wenn wir hingehen und sagen, Selbstorganisation, ist wichtig anzuerkennen, dass nicht jeder das will. Nicht jeder will diesen Grad an Freiheit. Das heißt, wo ziehen wir eine richtige Balance zwischen Selbstorganisation und vielleicht aber auch irgendwie Hierarchie? Hier seht ihr ein Führungskontinuum dargestellt. Übrigens aus einem sehr tollen Buch, New Work Needs Inner Work. Und ihr seht zur Linken 0 und 100, 0% Selbstorganisation, 100% Hierarchie und auf der anderen Seite 100% Selbstorganisation und 0% Hierarchie. Die meisten Teams, die sich selbstorganisiert nennen, sind eigentlich eine Mischform in diesem Führungskontinuum. Das heißt, bewegen sich irgendwo dort in dieser Grauzone zu sagen, ja, wir sind selbstorganisiert, aber womöglich nur bis zu einem gewissen Grad und andere Aufgaben lassen wir auch weiter bei der Führungskraft. Und etwas, was für uns sehr wertvoll war mitzunehmen, ist tatsächlich, das transparent zu machen, Teams zu befähigen oder Führungskräfte dahin mitzunehmen, zu sagen, das ist voll cool, dass du dein Team hin zur Selbstorganisation führen möchtest, aber bitte mach transparent, wo das so ist und wo das nicht so ist, weil sonst wirfst du Bälle rüber und sie können nicht aufgefangen werden. Also wie könnt ihr das transparent machen, ist unsere Frage. Und dazu haben wir für uns total wertvoll, wirklich aus dem Management 3.0, das Delegation Poker oder das Delegation Board eingeführt und nutzen das auch eben bei vielen Teams. Erstmal transparent machen, um welche Entscheidung geht es denn hier? Und dann zu schauen, wo von 1 Tell, also die Führungskraft sagt hierarchisch, wie es läuft, bis hin zur 7 Delegate, das Team ist wirklich befähigt und hat den Auftrag, das selber zu entscheiden. Wo befindet ihr euch hier? Delegationspoker kann man explizit nochmal genauer erklären, ist nicht Teil des Workshops hier, aber wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet, sprecht uns dann an. Wir sagen erstmal, das ist etwas, was uns sehr hilft, das zu nutzen. Und wir kommen später nochmal auf ein konkreteres Beispiel. Also macht transparent. Genau. Kommen wir zum dritten Missverständnis. Selbstorganisation bedeutet, dass jeder alles mitentscheidet. Ihr habt es bestimmt auch schon mal mitgekriegt, irgendwie, wenn sich Leute nicht abgeholt fühlen oder irgendwie so die Idee haben, ich will da eigentlich involviert sein. Oder wenn ihr ein Team erlebt, das fällt mir da ein, irgendwie, dass man stundenlang darüber diskutieren kann, ob jetzt die neuen Merchandise-Coolie, ob die jetzt in der Farbe blau oder schwarz irgendwie besorgt werden sollen. Oder wo es zur nächsten Teamklausur hingeht, auch immer so eine beliebte Frage, wo man Stunden rein versenken kann, wo man sagt, okay, der Mehrwert. Das hat uns dazu geführt, zu fragen, okay, brauchen wir vielleicht irgendeine Struktur, brauchen wir irgendeine Einordnung, um entscheiden zu können, ob wir in einer kompletten Gruppe oder in einem gesamten Team eine Entscheidung treffen müssen oder ob da quasi weniger Menschen zu ausreichen. Als Grafik hilft uns da diese Visualisierung. Wir sehen auf der X-Achse Entscheidungen, die die Alltagsebene betreffen, bis hin zu Strategieentscheidungen. In der Mitte Strukturebene. Und es hilft manchmal, sich klarzumachen, die Art von Entscheidung, die wir hier gerade treffen wollen, welche Ebene betrifft es denn? Und abhängig davon sollten wir entscheiden, ist es eine Einzelperson, ganz links, die Entscheidung trifft? Ist es eine Mischform oder ganz rechts, ist es ein Gruppenentscheid? Gruppenentscheid, dann auch wirklich zu gucken, wie groß ist die Gruppe, wer sind die richtigen Leute? Die gute Nachricht ist, ungefähr 80% unserer Entscheidungen betreffen eigentlich die Alltagsebene im Teamkontext. Das heißt, die meisten Entscheidungen sind schon bei der Person, die am kompetentesten sich hier auskennt in diesem Bereich, werden dort getroffen. Dann kann die Person vielleicht sagen, hey, ich hole mir mal hier noch einen Kollegen, Pair-Programming,
Ich frage mal, wie wir das machen wollen. Suche mir also gezielt Leute, die mir nochmal Feedback dazu geben. Bewege mich schon mal ein bisschen mehr in die Mitte. Aber eigentlich die meisten Entscheidungen werden dort getroffen. Und nur 20% aller Entscheidungen sind dann auf der anderen Hälfte. Und es ist ähnlich, wie wir auch im Agilen häufig sagen, je komplexer etwas wird, umso mehr müssen wir unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen. Denn wir wollen ja nachher, dass wenig Widerstand da ist. Deswegen schauen wir, dass wir Widerstände gut integrieren können. Können wir nur, indem wir mehrere Perspektiven einholen und berücksichtigen. Das heißt also, geht es um sowas wie Strategie, wo soll es hingehen? Das sollen nachher alle tragen. Lasst uns bitte bewusst entscheiden, hier mehr Zeit zu investieren, damit die Entscheidung aber nachher nachhaltig mit wenigen Widerständen getragen werden kann. Und hier seht ihr jetzt, wie wir die erste Grafik und die zweite versuchen übereinander zu legen. Also erstmal, wenn wir sagen, ja, das ist etwas, wo wir selbst organisiert vorgehen und ja, das sollte auch in der Gruppe entschieden werden, dann legen wir das so übereinander. Und wir haben gesagt, als Tool nutzen wir Delegationspoker. Jetzt seht ihr auf dem nächsten Graph ein Beispiel von unserem Team. Wir haben ein schönes, buntes Plakat im Raum hängen. Das ist so unsere Digitalversion, die wir dann halt auch mal für unsere Remote-Kollegen transparent sichtbar haben. Wir haben solche Themen wie Material kaufen, kleiner 100 Euro. Da haben wir im Team gesagt, ganz ehrlich, ist es nicht wert, dass wir immer in großer Runde drüber entscheiden. Bitte Einzelperson, seht ihr dort in Rot, triff du die Entscheidung. Du sollst natürlich überlegen, aber wir gehen davon aus, du bist der Kompetenteste, entscheide dies. Bei Materialkäufen über 100 Euro haben wir gesagt, okay, da wäre es vielleicht mal cool, im Team zu sprechen. Da ist sogar die Pflicht, kurz das ganze Team zu informieren. Die richtigen Leute sind also das ganze Team. Und dann haben wir eine blaue Karte zum Beispiel, die sagt, also wenn es darum geht, wer geht in welches Projekt, dann wollen wir nicht immer mit allen 15 Leuten das entscheiden, dann suchen wir die richtigen Leute raus und das sind die, die es betrifft. Und die sollen sich abstimmen. Die sollen agreeen zwischen Führungskraft und dann eben die Leute, die kleine Runde. Das geht schnell, die können sich kurz synken, das passt für uns. Und so diskutieren wir immer mal wieder die Entscheidungen, die anstehen, über das, wer trifft die Entscheidung, Führungskraft oder nicht, und wer ist die richtige Gruppe. Das haben wir in diesem Jahr auch von einem existierenden Delegationsboard nochmal aktualisiert. Also das heißt, alle paar Jahre sagen wir auch, lass uns nochmal drauf schauen, was ändert sich. Weil als Führungskraft habe ich vielleicht ein Interesse und auch als Team, dass wir mehr Aufgaben hin zur Delegate, hin zur Selbstorganisation bewegen. Das heißt, wir führen dann Gespräche darüber, okay, was braucht es, damit wir bei Materialkäufen vielleicht zu einem Advice hingehen können. Ich habe gesagt, Transparenz. Das heißt, ich werfe als Führungskraft nicht einfach den Ball rüber, sondern ich spreche darüber und wir schauen auf, was braucht denn das Team, um diesen Ball aufzufangen? Welche Denkweisen, Tools, Methoden bräuchtet ihr, damit das Team jetzt souverän diese Aufgabe auch mehr übernehmen kann? Und bei uns ist tatsächlich so, bei uns ist der Trend, wir wollen möglichst viele Sachen wirklich selbst organisiert übernehmen. Sehr wertvoll. Genau, nochmal zusammenfassen, unsere Sicht, also die Mischform, wie entschieden wird, ob Einzelentscheid oder Teamentscheid, ist okay. Das, was wir als wichtig erachten, ist, dass man Transparenz darüber schafft. Habt ihr jetzt auf den letzten Slide gerade gesehen, also dass wir explizit visualisieren, ist es ein Einzelentscheid, sind nur die richtigen Personen dafür relevant oder machen wir das in der Gruppe? Weil wir auch sagen, dass beide Auswahl der Menschen, die da mitentscheiden sollen, zum einen berücksichtigt werden soll die Tragweite der Entscheidung. Also wenn ich jetzt Material unter 100 Euro einkaufe, dann kann man sich dann eben über diese Tragweite auch mal quasi Gedanken machen. Und das fließt mit ein. Und die Kompetenz der einzelnen Personen. Selbstorganisation einmal eingeführt, läuft doch von selbst. Genau, alle Menschen wollen Freiheit, Hierarchie ist doof, dann läuft das doch von selbst, ist doch No-Brainer. Nee, so ist es halt auch nicht. Auch da, wenn wir eine agile Transformation in der Firma begleiten, dann sagen wir auch Inspect and Adapt. Wir unterstützen euch, nehmt euch Zeit, es wird auf jeden Fall Lernen nötig sein. Also auch hier,
Lernen ist notwendig. Und für so eine Entscheidung haben wir festgestellt, es ist total hilfreich, dass wir etwa ein Tool an die Hand bekommen, was uns hilft zu visualisieren, dass es eine Zeit vor der Entscheidung und eine Zeit nach der Entscheidung gibt. So eine Entscheidung wird nie im luftleeren Raum einfach nur getroffen. Genau, da haben wir euch das Rubicon-Modell mitgebracht. Der eine oder andere oder die eine oder andere hat es vielleicht schon gehört. Es kommt aus dem Systemischen und wir wollen euch daran jetzt quasi erklären, wie wir dieses Modell verwenden, um zu sehen, wo wir uns in dem Entscheidungsfindungsprozess befinden. Der Rubicon, ein Fluss in Norditalien, steht als Metapher für eine Entscheidung, ist getroffen und wenn der Fluss überschritten ist, dann ist dies quasi damit bezeugt. 49 vor Christus, Caesar, Norditalien, hatte Stress mit dem römischen Senat, stand mit seinen Truppen vor dieser Stadt und als er dann mit seinem Heer über diesen Fluss Rubicon übergesetzt hatte, war dem Senat klar, okay, der hat eine Entscheidung getroffen. Da kommt auch der Ausspruch, die Würfel sind gefallen, beziehungsweise wurden geworfen, ist eigentlich richtig. Genau, das als Metapher für eine Entscheidung wurde getroffen. Was gibt es für Phasen jetzt hier in diesem Rubicon-Modell? Es gibt zum Ersten, die erste Phase ist Bedürfnisphase bzw. Wunsch. Das ist eine Phase, in der klar wird, es bahnt sich sowas an wie ein Entscheidungsfindungsprozess. Es ist irgendwie so, irgendwie, ich fühle mich nicht abgeholt oder da gibt es doch irgendwas, was unklar ist. Also so ein quasi so eine Vorankündigung. In der zweiten Phase ist schon klar, okay, wir haben da was, worüber entschieden werden muss und es geht um das Motiv und des Abwägens und es werden unterschiedliche Optionen aufgeführt, Ideen nebeneinander gestellt. Genau, und es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist quasi das Abwägen zwischen den unterschiedlichen Varianten. Dann kommt eben die Entscheidung, Überschritt des Rubicons. Die drei Phasen, die dann folgen, die sollen jetzt nicht der Fokus sein, weil die beschäftigen sich mit Planung und Umsetzung einer Entscheidung, aber der Vollständigkeit halber führe ich die hier auch an. Das wäre die dritte Phase, Intention, das heißt die Entscheidung ist getroffen worden und ich möchte jetzt eigentlich Handlungswirksamkeit, das heißt ich sollte ein Ziel beschreiben, und um quasi diese Entscheidung umsetzen zu können. Dann kommt die sogenannte präaktionale Phase. Ich überlege mir, okay, ich habe jetzt das Ziel beschrieben, ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte da hinkommen. Jetzt möchte ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch dahin gelange, erhöhen und quasi wende Priming bei Lernen oder Übung an, die ich zur Vorbereitung der Umsetzung der Entscheidung nehmen kann. Und dann kommt schlussendlich die Handlung. Also ich setze quasi die Entscheidung um. Genau, soweit zum Rubicon-Modell. Aus unserer Sicht, es hilft total, den eigenen Standort zu bestimmen. Und auch wir nutzen das Modell, das ist relativ neu auch für uns, aber wir kommunizieren darüber. Und dann kommt ganz oft, und das macht die Marcella total perfekt und noch viel mehr, als ich das momentan schon tue, sagt sie, du bist irgendwie, hast du die Entscheidung schon getroffen? Oder also ich bin noch ganz am Anfang, ich habe jetzt irgendwie nur gerade mitbekommen, dass da irgendwie was ungeklärt ist oder so. Oder wo befindest du dich gerade? Und wir können darüber uns austauschen und sagen, ah, okay, du bist noch in einer ganz, du bist in einem ganz anderen Schritt gerade und vielleicht würde es sinnvoll sein, da zusammenzukommen. Es wäre eben dann Standort berücksichtigen der anderen im Team. Selbstorganisation ist effizienter, weil sie schlanker ist. Effizienz ist so ein Riesenmotivator für ganz viele Entscheidungen. Lass uns effizient, effizient, effizienter werden. Da nutzen wir gerne die Metapher mit dem Auto auf dem Weg nach Berlin. Wir wollen von hier nach Berlin kommen. Das ist das Ziel. Autobahn, 200 km/h, Straßen sind frei, super cool, wir kommen schnell ans Ziel. Und auf einmal, da ist er, der Stau. Totalblockade, wir kommen nicht weiter, Stillstand.
der effiziente Weg, so wie wir ihn beschreiben, ist, wir wollen ja weiter, schnell, schnell voran, schnell, schnell voran. Das heißt, wir nehmen die nächste Abfahrt, auf der anderen Seite auf die Autobahn wieder rauf und 200 in die andere Richtung. Hauptsache Geschwindigkeit, schnell, schnell, 200 km/h, das ist das Ziel. Und dann sagen wir, okay, wollen wir wirklich effizient sein oder ist das wahre Ziel eigentlich immer noch Berlin? Das heißt irgendwie, vielleicht können wir gerade nicht so schnell dahin kommen, wir müssen ein bisschen Geschwindigkeit runter und nach neuen Wegen suchen, wie wir dahin kommen. Also vielleicht nehmen wir immer noch die nächste Abfahrt und schauen dann, dass wir die Landstraßen nehmen. Wir brauchen länger, aber wir haben immer noch das Ziel vor Augen. Oder wir wechseln und nehmen die Bahn. Irgendetwas, wir ändern unser Vorhaben, haben aber das Ziel weiterhin vor Augen. Das heißt, wir sagen, Effektivität ist höher zu priorisieren als Effizienz. Mit Selbstorganisation streben wir also Effektivität an, die nachhaltig getroffenen Entscheidungen. Und das ist im Zweifel nicht schlanker, weil wir mehr Zeit brauchen, um in der Gruppe zu kommunizieren, uns auszutauschen. Ja, also nicht schlanker. Jetzt haben wir euch das Rubicon-Modell gezeigt und wir wollen euch vor allem für die ersten zwei Phasen ein paar Ideen für Tools und Methoden an die Hand geben, wie ihr in diesen Phasen gut ein gemeinsames Bild und gut die Optionen ausarbeiten könnt. In der ersten Phase geht es darum, wir wollen die Bedürfnisse und Wünsche transparent machen von den Leuten, die es betrifft. Dazu nutzen wir sehr häufig aus dem Systemischen die Aufstellungsarbeit oder Skalen im Raum. Total wertvoll, um ganz schnell erstmal einen ersten Schritt Richtung, wie liegt denn gerade, wie ist denn die Stimmung dazu im Team? Danach gibt es weitere Methoden, wie zum Beispiel die Walt Disney Methode oder das innere Team. Nutzen wir dann, wenn es darum geht, irgendwie auch mal im Team kreativ zu werden. Vielleicht wissen wir noch gar nicht alle Perspektiven. Vielleicht sollten wir mal unseren Träumerhut aufsetzen und dann auch mal den Kritikerhut aufsetzen. Und wirklich diese erste Phase uns Zeit dafür nehmen, die unterschiedlichen Perspektiven gut zu berücksichtigen. Oder The Empty Chair kommt von Lalou und die erklären wir gleich noch mal ein bisschen genauer, die Übung. Hilft auch wunderbar dort. In der zweiten Phase, wenn wir also die Optionen haben, was nutzen wir da für Tools, um jetzt abzuwägen im Team, wie treffen wir gut eine Entscheidung? Da gibt es einmal die Widerstandsabfrage, ist eigentlich unser Go-To-Method in all Teams, wirklich super schnell erklärt und der Mehrwert ist irgendwie schnell spürbar fürs Team. Die erklären wir auch ein bisschen genauer, wie das nochmal geht mit der Widerstandsabfrage. Und dann haben wir The Core Protocols von den Core Protocols der Decider können wir euch als Tipp geben, die Consent-Einwand-Integration. Also, dass wir im Team nicht so sehr fragen, wer ist dafür, sondern eher die Frage stellen, hey, wer hat was dagegen? Und diese Einwände dann zu integrieren. Tetralemma aus dem Coaching auch sehr schön abwägen. Was gewinnst du hier, was verlierst du in dieser Option? Also, zu all diesen findet ihr auch Erklärungen online. Das ist erstmal so ein Ideengeber und wir haben zwei rausgepickt, die wir näher anschauen wollen. The Empty Chair, hatte ich gesagt, von Lalou aus Reinventing Organizations, ist eine wunderbare Übung, um in einem Team, was also selbst organisiert die Entscheidung trifft, zu sagen, sehr häufig steckst du fest in deiner eigenen Perspektive. Was willst du als Individuum? Und jetzt laden wir dich ein, nicht nur zu schauen, was willst du als Individuum, sondern nimm doch mal einen leeren Stuhl hier, setz dich da drauf und im Moment, wo du dort drauf sitzt, versuch dich mal reinzudenken in die Organisation. Wenn du dort sprichst, dann sprichst du von der Perspektive der Organisation. Was würde die denn wollen? Was wäre denn das Beste für die Organisation und was wären denn deren Interessen? Also es macht bewusst sehr häufig, du hast die individuelle Perspektive, du hast die der Organisation. Vielleicht gibt es auch noch die Teambrille. Das sind so, in diesem Dreieck bewegen wir uns, wenn wir Entscheidungen treffen. Und da können unterschiedliche Interessen und Interessenskonflikte aufgedeckt werden. Lass uns darüber sprechen und dann schauen. Hierzu noch, ich bin in Organisationen unterwegs und es gibt Organisationen, die haben ihre Meetingräume oder ihre Besprechungsräume mit jeweils einem roten Stuhl, also so eine rote Husse über dem Stuhl ausgestattet. Haben sich die Leute am Anfang gerade gesagt, hä? Entschuldigung, ist es jetzt ist der Thron oder
Nein, es soll die Organisation und die Organisationssicht visualisieren. Und in allen Entscheidungen und in allen Gesprächen, die stattfinden, soll die einfach mit berücksichtigt werden. Fand ich eine gute Idee. Zur Widerstandsabfrage oder auch genannt des systemischen Konsensierens. Hat Marcel ja schon angekündigt, eine knackige Methode, die total eingängig und schnell erklärt ist. Wie funktioniert's? Brainstorming, Sammeln von Lösungen. Also wir haben eine Fragestellung hier exemplarisch mal dargestellt und unsere Fragestellung ist, wir haben ein Team-Event und wir wollen einen Ort finden, wo wir das Team-Event abhalten oder diesen quasi Team-Tag. Und hier haben wir jetzt eben Brainstorming, Sammeln Lösungen, Tagungshotel, im Schwarzwald, Ravensburg, also unterschiedliche Ideen, werden alle quasi als Optionen gelistet. Dann der zweite Schritt, ganz wichtiger Schritt, der oftmals unter den Tisch fällt, ist eine passive Lösung zu formulieren. Das ist ein bisschen unter dem Motto, auch ein Nicht-Entscheiden ist eine Entscheidung. Das wäre in dem Fall hier, es gibt keine gemeinsame Teamklausur oder wir treffen uns gar nicht. Und das nimmt man auch als Option, als eine valide Option mit auf. Der dritte Schritt ist eine individuelle Bewertung. Jeder Teilnehmer, hier oben ist es der Steffen, Florian, Neta und Jan, vergeben bis zu maximal 10 Widerstandspunkte. 10 maximaler Widerstand. Ich finde die Option total bescheiden. Bis 1 oder auch quasi 0, das kann man davor vereinbaren. Nö, ich habe da gar keinen Widerstand, ich finde es gut. Und dazwischen ist eben quasi eine Skala möglich. Wir sehen auch hier zum Beispiel, der Steffen sagt, yo, Schwarzwald, mega, jo, Ravensburg auch gut, ganz hier geblockter Raum in der Firma, eher nicht so dolle, Stuttgart irgendwie, wir sind aus dem Stuttgarter Raum, halb, ist okay irgendwie. Und keine Teamklasse zu machen, 10, nee, das geht gar nicht. Wir haben Themen. Genau, das ist nämlich dann auch die Summe der Widerstände, die wird dann gebildet. Und wir sehen dann quasi, wenn man das aufsummiert, dass sich quasi pro Option eine Summe der Widerstände bildet. Und in 4 sehen wir, der Vorschlag mit der höchsten Akzeptanz, also dem niedrigsten Widerstand, um die Ecke gedacht, ist quasi die Option, die man dann quasi wählt. Das wäre jetzt hier in dem Fall, wir fahren in den Schwarzwald. Weil der Widerstand scheint für die Option Schwarzwald am geringsten zu sein. Was wir auf keinen Fall tun werden, ist, die Teamklausur ausfallen zu lassen, weil da der maximale Widerstand, da würden alle sagen, das würden wir nicht mittragen. Dann würden wir die irgendwie anders stattfinden lassen. Und hier seht ihr, also das geht relativ schnell, ist relativ eingängig, schnell erklärt. Wenn man es einmal gemacht hat, kann man es gleich wieder machen. Und das ist eigentlich das einfachste, das quasi Tool, was wir total schnell irgendwo reinbringen können, in andere Organisationen auch. Und das sofort, ist total einfach. Und jetzt kommt es, der Vorteil. Fragen Sie wieder, ja, okay, aber wir haben es davor, haben wir einfach Mehrheit, jö, wer ist dafür, wer ist dagegen, bei einem Mehrheitsentscheid haben wir eine Intransparenz. Und zwar eine Intransparenz dahingehend, wir sehen, wer ist dafür und wir sehen auch, wer vermeintlich dagegen ist, aber wir sehen nicht, wie dagegen die Personen, die dagegen sind. Ob das so eine Idee finde ich so ein Mittel, aber wenn es schön macht, wenn das gut findet, okay. Also ich mache mit oder nee, die Idee, die trage ich nicht mit und ich mache einfach auch nicht mit, ich gehe dann, tschüss. Und das hat eine Relevanz für bestimmte Entscheidungen, ob die mitgetragen wird oder ob die boykottiert wird oder im schlimmsten Fall, ob dagegen interveniert wird nachträglich. Und das wird hier transparenter. Man kann natürlich immer noch die Unwahrheit sagen und darauf kommt es natürlich schon an. Genau, die Widerstandsabfrage. Es wird transparenter und wir haben dann eine Diskussion darüber, wie wir Widerstände integrieren können. Ein absoluter Mehrwert. Und wenn ihr euch vorstellt, wie wir zur Wahl gehen, wie wir wählen, das ist der Mehrheitsentscheid. Das, was wir in Schule, Kindergarten gelernt haben, ist der Mehrheitsentscheid.
Und was schlechtestenfalls dabei passiert, ist, dass wir am Ende also mit dem gehen, mit 51%, wo die Mehrheit dafür gestimmt hat. Und was passiert mit den 49%, die dann also nicht gehört werden in ihren Widerständen, wo auch nicht geguckt wird, was sind das für Widerstände. Vielleicht könnten wir sie ganz einfach integrieren. Und schlechtestenfalls, so wie wir es ja auch durchaus erleben, bilden sich dann also Fronten, die eher polarisierend unterwegs sind oder sabotierend unterwegs sind. Und da ist eigentlich für uns die Chance tatsächlich zu sagen, hey, lass uns doch mal die Chance nutzen, wenn also Familien, Kindergärten und Schulen und danach die Politik da draußen es noch nicht so richtig schafft, uns andere Ideen zu geben, wie wir Entscheidungen treffen können, dann lass uns doch bei uns in der Gesellschaft, in der Firma anfangen und den Leuten mal zeigen, dass man in komplexen Situationen vielleicht nicht nur den Mehrheitsentscheid als Entscheidungsmethode hat, sondern vielleicht auch andere Methoden nutzen kann, um zu einer besseren Entscheidung zu kommen. So, ja, das war gerade irgendwie wichtig, von der Brust zu reden. Gemerkt. Ja, Zusammenfassung und die Prinzipien. Also, wir haben uns 5 Missverständnisse angeguckt. Wer entscheidet? Wir haben gesagt, Mischformen sind okay. Es muss nicht 100% Selbstorganisation sein. Wichtig ist, schafft Transparenz, redet darüber, damit die Bälle nicht runterfallen. Wer genau trifft die Entscheidung? Wir haben gesagt, schaut euch an, was ist die Tragweite, Alltag versus Strategieebene. Und dann schaut, wer sind die Leute, die es betrifft, bringt die kompetentesten Menschen an einen Tisch, um dazu dann eine Entscheidung zu treffen. Gebt denen Vokabular an die Hand, sowas wie, ihr habt eine Landkarte, lernt euch auszudrücken, wo auf dieser Landkarte befindet ihr euch gerade im Entscheidungsprozess. Der eine ist schon über dem Fluss, für den ist die Entscheidung klar und der andere befindet sich noch in Phase 1 und sagt, hey, meine Perspektive ist noch gar nicht gehört worden. Also, eine Standortbestimmung durchführen. Und dann, wie wird die Entscheidung getroffen? Für die unterschiedlichen Phasen haben wir euch Methoden gezeigt. Da gibt es wirklich so viele Methoden. 2 davon haben wir rausgepickt. Das Wichtigste ist, wenn ihr diese Methoden an der Hand habt, ähnlich wie Agile, Scrum, Inspect and Adapt, nehmt euch Zeit zu lernen. Es braucht wirklich diese Zeit, weil wir womöglich x Jahre mit diesen Methoden noch nie zu tun hatten und das ganz neu ist, da so in die Selbstverantwortung, Eigenverantwortung und Kommunikation zu gehen. Also sorgt für eine klare und offene Kommunikation, reflektiert gemeinsam. Abschließend, ihr habt am Anfang unser Team gesehen, wo stehen wir? Wir sagen, ja, Widerstandsabfrage, voller Erfolg, leben wir, machen wir. Manchmal auch, um zu entscheiden, wo wir heute essen gehen. Das ist eher eine Übung, als dass das wirklich notwendig wäre. Die Landkarte ist neu für uns, nutzen wir aber auch. Wir haben auch festgestellt bei uns im Team, wir müssen mit Priorisierungen arbeiten. Es gibt so viele Entscheidungen, was ist jetzt wirklich gerade wichtig? Da haben wir für uns einen Weg gefunden, wie wir gut priorisieren können, was jetzt entschieden werden muss und was irgendwann später entschieden werden kann. Die Herausforderungen für uns im Team sind, Christian, ich und die anderen, die ihr gesehen habt, wir sind montags bis donnerstags beim Kunden, helfen dort vor Ort. Das heißt, wir 15 Leute sehen uns nur freitags und dann auch nicht immer alle, weil Urlaub, Krankheiten, dies oder das. Das heißt, eine Kunst für uns ist wirklich, dass wir uns Zeit nehmen können, Zeit finden, indem wir die Leute, die es betrifft, an einen Tisch bringen können. Oder wir müssen auf Remote-Tools umschwenken. Das ist immer noch herausfordernd für uns. Auch, wie gehen wir damit um, wenn neue Kollegen kommen? Wie holen wir sie ab? Und das Ganze, also neue Kollegen kommen, wir wachsen, wie lässt sich das skalieren? Da sagen wir, hey, lass uns vielleicht auch mal Richtung Soziokratie gucken und Kreisstrukturen, aber da befinden wir uns noch. Deswegen auch wirklich dieses, ey, das ist ein Lernen, was weitergeht, was total spannend ist, was aber manchmal auch natürlich Zeit und Nerven kostet. Das ist schon auch so. Aber es macht Spaß, gemeinsam da durchzugehen und dann hier vorne zu stehen und euch davon zu erzählen. Das ist so ein bisschen auch, dass genau, da kriegt man auch was dann zurück, weil es, ja, wie du gerade richtig gesagt hast, dass doch die den einen oder anderen Tag gibt, wo du dann so aus dem Raum gehst und so, oh, schon wieder so anstrengend das Ganze irgendwie und denkst du dann, hä, ist es die Mühen wert? Und wenn man dann Zeit hat und das haben wir zur Reflexion und nach hinten guckt oder zurückguckt und sagt, ja, war schon gut, dass ich da mit dabei war und da was dazu sagen konnte, wenn bestimmte Entscheidungen getroffen werden und ich habe auch eine Idee davon, was mein Teil in der Umsetzung dieser Entscheidung ist.
Noch ein paar Lesetipps und Quellenangaben. Du hattest es vorher schon erwähnt, Marcella. Ganz cooles Buch, New Work Needs Inner Work. Ganz neu, glaube ich, seit 2 Monaten oder 3 Monaten auf dem Markt von der Johanna und von der Bettina, die in Berlin ein Unternehmen haben und Organisationsentwicklung betreiben und sich gerade mit Selbstorganisation sehr stark beschäftigen und mit Entscheidungsprozessen. Genau, und auch die anderen Quellen, die wir genutzt haben, ja, lesenswert. Mit wärmster Leseempfehlung. Von genau. Jürgen, genau. Apollo. Ja. Damit wären wir am Ende des Vortrags und würden umschwenken und würden gerne eure Fragen beantworten, wenn ihr welche habt. Ja, oder auch von euch stellen. Mit welchem Tool oder mit welcher Methode habt ihr denn angefangen? Also jetzt, wenn du eine Empfehlung geben müsstest, wir arbeiten quasi komplett hierarchisch und was wäre deine oder eure Empfehlung, mit was kann ich starten? Ich glaube, angefangen haben wir tatsächlich mit dem Delegationsboard. Also um erstmal über das Thema Entscheidungen zu sprechen und die Entscheidungen, um die es geht, transparent zu machen. Also wenn wir die Diskussion führen und erstmal das transparent machen, dann ist es meistens so, dass nachgelagert wir dann irgendwie feststellen, okay, jetzt haben wir das transparent gemacht, aber irgendwie werden es immer noch hitzige Diskussionen und irgendwie, also wir schaffen dadurch einen Sense for Urgency in dem Moment, wo wir erstmal klar haben, wer trifft die Entscheidung und danach kommt dann das Thema Kommunikation und wie treffen wir die Entscheidung. Die werden dann nämlich relativ schnell merken, oh, jetzt hapert es da dran. Dann nehmen wir die nächsten Tools an die Hand, um zu sagen, okay, wie könnt ihr euch besser ausdrücken? Sind das wirklich die richtigen Leute hier im Raum? So, das kommt dann nachgelagert von selbst. Und ganz am Anfang war wirklich das total hilfreich. Ja. Ich würde noch ergänzen, dass war ich permanent so die letzten, ich würde mal sagen, seit 2014, 2015 arbeiten wir da aktiv dran und gestalten da dieses selbstorganisierte Team. Und zu Beginn und immer noch ist es so, dass unsere Führungskraft, die klassisch eingesetzt, Hierarchie auch, von Anfang an gesagt hat, okay, ich möchte es anders machen und ich möchte quasi immer weniger tun und ich möchte, dass ihr immer mehr tut und dass wir quasi das anders organisieren. Und da war dann eben, also diese Intention war vielleicht das Erste und dann kam so dieses, lass doch mal über Entscheidungen sprechen und über was entscheide ich als Führungskraft und was entscheidet ihr als quasi Team. Und wir haben zum Beispiel dann auch sowas wie Einstellungen. Einstellungen ist momentan im Agree, das heißt, unsere Führungskraft kann quasi Veto einlegen und sagen, nee, Person X wird nicht eingestellt, sehe ich nicht. Und aber auch andersrum kann das Team sagen, nee, wir haben da quasi große Einwände und wir sagen an der Stelle nein. Also es ist dann dieses Tool gewesen in Kommunikation von Fall zu Fall zu Fall und am Anfang spielt man dieses Delegation Poker öfter. Das ist dann so wirklich, man steht in einer Runde zusammen und man braucht das ja auch nicht irgendwie stundenlang machen, man kann es auch noch kurz machen, dann hat man den Anlass. Das Einfachste, was man sich gut vorstellen kann, ist eben gerade so dieses, wir kaufen Gegenstände bis 100 Euro, also ein quasi Buch, Literatur war da der quasi Use Case und diese Sachen schreibt man auf, diese Fragestellung und die bringt man mit und dann wird in einer Runde dann quasi 3-4 Fragestellungen gespielt, eine Fragestellung hingepinnt, bisschen drüber austauschen, dann hat man jeder so ein Pokerset mit diesen Stufen und dann wird da gepokert und sich eben ausgetauscht und es wird gemeinsam in der Gruppe entschieden, wo wir da gerade sind in der Delegation beziehungsweise wie diese Entscheidungen getroffen werden. Und darüber kommen dann immer mehr Fragen auf auch und das sind so erste Tools, wie man Transparenz schafft und dieses Thema angeht. Danke erstmal für euren Vortrag. Ich habe eine bisschen spezielle Frage. Wenn es darum geht, sozusagen derjenige mit der oder diejenige mit der Kompetenz entscheidet,
Wie macht ihr das, wenn in einem Team dann, jetzt klingt immer so einfach, aber wer hat sie denn eigentlich? Also 5 Grafiker in einem Raum, die sind alle super kompetent, ne? Also da ist keiner. Also wie geht ihr damit um? Habt ihr irgendwie, wie macht ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Also wenn dann sozusagen ein bisschen mehr die Profilierungsrunde da drin offensichtlich wird. Ja. Also was ich verstanden habe, ist, an dem Beispiel, ich habe 5 Designer, die also, wenn es um ein Designthema geht, tatsächlich erstmal die Kompetenzkriterien womöglich alle erfüllen. Und dann sagen wir, okay, also es macht womöglich in dem Moment keinen Sinn, dass ein Entwickler auch noch mitentscheidet, wenn es den nicht betrifft. Der hat dann in dem Moment nicht diese Kompetenz. Und für diese 5 Leute sagen wir dann eben, die Tools, die ihr jetzt brauchen würdet, um gut durch dieses Rubicon-Modell zu gehen, sind Phase 1, tatsächlich offenzulegen, was sind die ganzen Perspektiven und Dinge, die berücksichtigt werden. Und da käme womöglich dann irgendwie zum Ausdruck, die eine Person ist Experte in dem Gebiet, die andere Person in dem Gebiet. Und wir müssen dann an der Kommunikation arbeiten, wie sie gemeinsam ein Bild finden, um irgendwie auch unterschiedliche Perspektiven zu integrieren. Am Ende würde dann eine Widerstandsabfrage zum Beispiel deutlich machen, wie hoch sind die Widerstände. Aber da wäre jetzt die Annahme, diese 5 Leute haben alle die Kompetenz, sind alle auf Augenhöhe und schaffen ein gemeinsames Bild und eine gemeinsame Entscheidung. Was ich aber auch noch rausgehört habe, ist dieses, okay, wer sind jetzt die richtigen Leute mit der Kompetenz? Also auch mal abseits von nur Designern und diesem Ganzen. Also was wir häufig in größeren Unternehmen erleben, ist diese, ich setze mal alle in CC bei einem Thema, weil irgendwie alle wollen ja Bescheid wissen und am Ende stehen da 20 Leute oder noch mehr und ich habe die Annahme, alle müssen das ja wissen. Und dann begleiten wir diese Teams tatsächlich in diese Meetings rein und fragen am Ende, okay, ne, wer hat sich jetzt hier richtig am Platz gefühlt oder nicht? Wie würde es dir gehen, auch einfach mal nicht dabei zu sein? Oder also das ist dann eine Reise, das ist wirklich dahingehen, erstmal diesen Sense of Urgency zu schaffen, dass Leute sagen, ey, meine Zeit hätte ich wirklich besser verbringen können. Ich wäre auch damit fein gewesen. Ihr trefft eine Entscheidung und informiert mich nachher nur noch. Zum Beispiel dieses Agree. So, ne? Oder darüber zu gehen, wirklich auch mal Leute zu fragen am Anfang eines Meetings, wer weiß, warum er hier ist und wer fühlt sich hier richtig am Platz? Und können wir jetzt mal offen und ehrlich sagen, dass vielleicht auch Leute einfach rausgehen können, weil sie sagen, ich fühle mich hier nicht richtig. Aber das bedarf manchmal Zeit und dann wirklich kommt immer mehr raus, wer sind denn jetzt gerade die Leute, die mitreden wollen, die Kompetenz besitzen. So, ja. Vielleicht noch auf unser Team bezogen, kann man vielleicht auch sagen, zum Beginn, wenn man das noch nicht so lebt, dann hat man eher quasi mehr Personen am Tisch sitzen. Das ist auch das, was du gerade angesprochen hast. Das habe ich bei uns im Team, war das auch so. Alle wollten irgendwie so, ach, was macht ihr da? Und irgendwann merkt man, okay, diese Selbstorganisation und wenn so viele Entscheidungen mit allen getroffen werden, so, ist das total anstrengend. Und meine Zeit ist so und die Entscheidungen, die zu treffen sind, brauchen so viel Zeit. Was tue ich? Und ich muss entscheiden, ich muss priorisieren, ich muss für mich priorisieren. Und das ist ein Prozess, der dann da stattgefunden hat. Und man identifiziert, was ist mir wichtig, was ist mir auch wichtig, aber nicht so wichtig. Und man erkennt irgendwann und auch die Gruppe erkennt, wo ist diese Expertise da? Und dann kommt aus der Gruppe schon so, ich sehe euch zwei zum Beispiel jetzt da mit in dieser Entscheidung. Ihr könnt immer noch sagen, ich priorisiere aber anders. Also, dass da ein Dialog drüber stattfindet. Und irgendwann hat sich das, also das rüttelt sich so ein und das heißt, es gibt das Thema XY, wer hat da Interesse, wer hat da Input und dann melden sich da welche und dann kann ich, wenn ich dann nicht mit dabei bin, aber auch sehr gut sagen, ich vertraue da diesem Team und ich gehe auch mit eurer Entscheidung mit und trage die, weil ich Vertrauen darin habe, ich sehe, du fühlst dich als Experte, was nicht heißt, dass keine Fehler passieren dürfen, aber das war dieses, wir arbeiten da ganz viel auch mit Vertrauen, das ist was, was wächst, was nicht von 0 auf 100 sofort da ist. Gibt es für euch einen Unterschied zwischen Selbstorganisation und Selbstbestimmtheit oder ist das für euch äquivalent? Oder andersrum gefragt, das eine ist natürlich mehr das, wie mache ich etwas und das andere ist, was und wie mache ich etwas. Also ich hätte gesagt, in unserem Kontext hat noch bisher keiner
in Frage gestellt, sind wir jetzt hier selbstbestimmt oder nicht? Das wäre vielleicht eher so die innere Haltung. Wir sind hier selbstbestimmt unterwegs, aber also wir beschäftigen uns mehr mit dem Thema tatsächlich dann Selbstorganisation. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, per se, so ist unsere Haltung im Team, sind wir alle selbstbestimmte Individuen. Mhm. Wir bewegen uns in einem sozialen System, einer Organisation, die hat ein Ziel, die hat eine Vision, die baut eine Strategie darauf auf und die beschreitet einen Weg, den wir gemeinsam tun. In unserer Selbstbestimmtheit partizipieren wir an diesem Prozess und sagen, wir nehmen das Seil gefühlt mit auf und wir fangen auch daran zu ziehen an. Wie stark wir ziehen und in welchem Grad wir vielleicht irgendwie nach links und nach rechts aus, das ist alles zu verhandeln und zu schauen. Aber in meiner Selbstbestimmtheit als Individuum versuche ich quasi in diesem großen Ganzen mitzuwirken und das versuche ich in dieser Selbstorganisation quasi abzufangen und Prozesse zu etablieren, die mich selbstbestimmt handeln lassen und das gleichzeitig in diesem sozialen System mit anderen quasi tun lassen. So würde ich das sagen. Frage beantwortet, oder? Und zwar würde mich interessieren, inwiefern, ihr habt jetzt viel über das selbstorganisierte Team gesprochen. Was sind denn eure Erfahrungen, wie ihr euch als selbstorganisiertes Team mit anderen Teams integriert, die vielleicht nicht selbstorganisiert sind? Oder ist eure gesamte Unternehmung komplett selbstorganisiert und das passt alles schon jetzt ganz toll? Gute, sehr gute Frage. Wunderbares Thema. Wunderbar. Also in der Novatec, wir sind knapp 300 Leute und wir sehen uns in diesem agilen Team, 15 Leute, so ein bisschen wie tatsächlich so die Insel, in der die ganzen Experimente starten, und haben aber da wirklich in den letzten Jahrzehnten mit den unterschiedlichsten Veränderungen bei uns auch immer diesen Effekt gehabt, dass andere kamen und gesagt haben, was macht ihr da? Das sieht ja cool aus und irgendwie das sieht farbenfroh aus und irgendwie seid ihr alle fröhlicher dabei, motivierter dabei, was ist es denn? Und das färbt ab, aber auch immer nur zu einem gewissen Grad, weil wo Hierarchien sind, ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach zu sagen, ah ja, ich will das ja abgeben und ich will ja Verantwortung abgeben. Also da versuchen wir tatsächlich unseren Auftrag als Agile Coach, Scrum Master der Organisation schon auch so zu leben, dass wir die anderen Bereiche mitnehmen und irgendwie auch dort gestalten. Die nehmen uns sehr häufig in kontaktieren, die uns und sagen, hey, könnt ihr mit uns auch mal eine Retro machen? Könnt ihr uns das auch mal zeigen? Ist für uns immer die Chance, da Einwirkungen zu haben. Aber häufig gibt es auch dieses Thema, wenn wir selbst organisiert sind und die anderen nicht, wo sind dann die Reibungspunkte und wie kann das gut integriert werden? Hätte ich gesagt, also wir sind auf einem Weg. Genau, und da vielleicht, ja, so wie du gesagt hast, wir sind so ein bisschen die bunten Vögel und manchmal ist es ganz lustig, ein bunter Vogel zu sein, manchmal ist es eher so, es ist ein schmaler Grat, diese Schnittstellen. Und bei uns funktioniert es, weil wir als Team uns aufstellen und uns große Gedanken darüber machen, wie fungieren wir in diesem inneren Kreis. Und wie wollen wir nach außen kommunizieren? Also bestimmte Dinge machen wir auch in so einem Graubereich. Zum Beispiel haben wir, unsere Gehälter sind fast transparent, würde ich sagen, also Gehaltsband sozusagen. Wir haben eigentlich die explizite Ansage von der Geschäftsführung, dass wir das nicht tun dürfen. Wir dürfen nicht über unser Gehalt sprechen. Und wir als Gruppe finden das total idiotisch, weil wir sagen, wir arbeiten miteinander. Wir gucken, was wir für einen Umsatz machen. Wir sind quasi wie eine Betriebseinheit. Also das heißt, ich weiß über meinen DB1, über meinen DB2 Bescheid. Ich weiß, was ich für eine Umsatzrendite mache. Wir kriegen auch Ziele vorgestellt. Also das muss ich alles wissen, um A für Individuum planen zu können. Aber wir machen das auch im Team und gucken. Und jemand sagt, hey, ich will da weniger Umsatz machen und will da mehr irgendwie lernen für uns. Und dann besprechen wir das und dann machen wir das für uns möglich. Und deswegen ist auch so dieses Gehaltsthema, wer kriegt wie viel jedes Jahr mehr, das machen wir offen und transparent. Also wir haben einen Topf, das ist an Steigerung zur Verfügung und wir gehen jetzt damit um. Wer kriegt wie viel Prozent? Da sind wir auf dem Weg, das ist auch ein anstrengendes Thema.
Und das machen wir so ein bisschen aber im Verborgenen sozusagen. Also wir erzählen da schon von, aber so was wir ganz genau machen, da können wir gar nicht so transparent sein. Also das so wird in verträglichen Dosen geben wir das weiter. Also dass sich auch das Umsystem, das ist eher noch so lustig, dass diese so ein bisschen da so langsam herangeführt werden. Ein, zwei Fragen wären noch drin. Wie sieht das denn bei Ad-Hoc-Entscheidungen aus? Ich muss doch oftmals auch als Scrum Master oder als PO eine Entscheidung treffen, wo ich letztendlich das ganze Team brauche. Und wenn ich mir dann den Prozess angucke, zum Beispiel als Rubicon-Modell, ich glaube, da vergeht dann einfach viel zu viel Zeit. Habt ihr da irgendwelche Vorschläge für oder irgendwelche Best Practices? Wir haben ja das Thema, dass wir tatsächlich nicht immer in einem Raum sind. Wir haben seit dem Frühjahr gesagt, okay, wir nutzen Slack als Kommunikationstool für uns alle. Und eine Art, wie wenn als Scrum Master, als PO, was auch immer, ich jetzt eine Ad-Hoc-Entscheidung treffen muss, dann möchte ich mir immer noch rausnehmen, dem Stakeholder, der diese Entscheidung haben möchte, irgendwie zu sagen, 24 Stunden. Ich brauche die Zeit, um wenigstens einmal nach Vetos zu fragen. Ich habe eine Idee, wie die Entscheidung getroffen werden soll, aber mit diesem Vorschlag schreibe ich in unseren Slack-Channel unter 1a, das weiß für jeder weiß von uns, 1 heißt, muss jeder antworten innerhalb der nächsten 24 Stunden, außer natürlich Urlaub, Krankheit, dies oder das, da schreibe ich das rein und dann weiß ich, ich bekomme innerhalb der nächsten Stunden zumindest mal die Vetos oder irgendwie jemand ruft mich an, der noch dazu sprechen möchte. Das ist natürlich auch Verhandlungssache, meine Stakeholder mitzunehmen und zu sagen, hey, also ich möchte das gerne nochmal mit dem Team rückspielen. Aber alle, die nichts sagen in diesen 24 Stunden, für die ist auch klar, das war jetzt so und ich kann damit leben. Da vertrauen wir uns, dass die Person schon in diesem im besten Interesse gehandelt hat und sonst müssen wir es ändern danach. Aber so, also wir haben von 1 bis 3, also muss, kann, soll und dann Zeitrahmen ABC, 24 Stunden, eine Woche, ein Monat. So dass jeder irgendwie auch screenen kann, wo ist es jetzt, wo muss ich mir wirklich Gedanken zu machen, weil sehr häufig ist es ja auch, okay, da kommt die Anfrage, ich bin überhaupt nicht drin im Kontext, ich muss dann wirklich raus aus meinem Kontext, recherchieren, vielleicht irgendwie auch mal hier was machen, ist es das gerade wert, dass 15 Leute sich einzeln individuell damit beschäftigen, so, und dafür nutzen wir diese Priorisierung dann durchaus, ja. Das ist, wir nutzen Slack-Channel? Ja, wir nutzen Slack, ja. Und ja, da vielleicht noch quasi nachgeschoben. Das ist das Commitment, dass wir da auch reinschauen. Und auch wenn ich mich da an meiner eigenen Nase, mir fällt es wahnsinnig schwer. Ich bin ein Stück weit digital, aber ich bin eigentlich quasi gerne mit Menschen in einem Raum und kann die angucken und bin präsent. Und mich nerven eigentlich diese ganzen Messengers und Streams und Channel und ich muss einmal ins Handy geguckt und man kommt gar nicht mehr weg und oder man sitzt in der Bahn und alle gucken noch im Handy die ganze Zeit und müssen noch irgendwelche Tasks oder ja. Aber es ist das Commitment, dass wir sagen, okay, wir schauen da von Zeit zu Zeit rein und wir anerkennen das sozusagen, dass es so ist und wir gehen mit, das was du gerade auch gesagt hast, wir gehen mit, wenn eine Entscheidung getroffen wird, wo ich nicht mit dabei war. Time's up. Marcella und Christian, vielen, vielen Dank, dass ihr uns Einblick gegeben habt, darin, wie ihr Entscheidungen trefft. Ich hoffe, ihr mögt rheinhessischen Riesling. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.